Also ich habe quasi damals, als der ganze Quatsch quasi angekündigt wurde und auch die ersten 10 und so weiter und so fort, dieses Hey, Monster gegen 4 Leute und so, fand ich es halt im ersten Moment total geil, weil ich dachte so, coole neue Idee, cool umgesetzt, da sitzt ein anständiges Studio dahinter, ein guter Publisher, kann ja eigentlich nur gut werden. So. Eigentlich. Das glaube ich, also ich glaube, was es aktuell echt kaputt macht, ist, das Monster zu suchen. Weil ich glaube, das erstens entschleunigt das total. Du hast halt quasi diese Szene am Anfang so, okay, let's go. Die springen halt runter so, okay, lass es uns. Ja. Okay, scheiße. So, und okay, dann erstmal hey, so, hier waren wir doch schon mal. So, ey, was ist denn hier eigentlich so, oh, kacke, ey, weißt du, dann kommen auch diese scheiß Sprüche dazwischen, die ja. So, ey, woher hast du denn diesen Schnappmauler? Ich denke, nicht die Story wieder, die habe ich jetzt tausendmal gehört. Ja, die hat sie von diesem fucking Planeten gekauft. Danke. Also ich glaube, wenn man quasi, sagen wir mal so, du hättest jetzt nur eine Arena mit so ein paar Hindernissen und so, etwas größer als jetzt bei einem Shooter oder so. Ja. Und es würde dich darauf ankommen, würde, dass du als Monster quasi die richtigen Leute attackierst, dass du deine Umgebung vernünftig nutzt, du auch mal, ich sag mal, einfach dich hinter einem Gebäude kurz versteckst und so. Ich glaube, dann könnte das funktionieren, denn ich finde übrigens ein gutes Beispiel oder auch eine gute Analogie ist Titanfall, wo du halt quasi auch auf der einen Seite diese unglaublich agilen, schnellen Piloten halt hattest und wirklich auch in der Luft deine die Richtung wechseln konntest, alles Mögliche. Und sobald du im Titan bist, genau, richtig schwierig. Aber du hattest halt letztendlich mehr Feuerkraft, du hattest mehr Kraft, musstest aber wirklich, du konntest nicht einfach reinrennen. So, weil wenn du reingerannt bist, waren zwei Piloten um dich rum, die haben auf dich geschossen, Thema durch. Mhm. Das heißt, du musstest schon wirklich ganz genau gucken, okay, wann renne ich rein, wann gehe ich wieder zurück und so. Und das hatte ich mir eigentlich von Evolve gehofft, erhofft, dass du eine etwas kleinere Map hast, dass es nicht darum geht, das Ding aufzuspüren, sondern wirklich um das Kämpfen. So, okay, der Medic kümmert sich wirklich darum, dass das und das, oder muss ein, zwei Punkte, muss vielleicht neue Medikits auf der Map schnell sammeln, okay, wann holt er die? Der Assault muss vielleicht Munition holen, irgendwie sowas, der Trapper muss vielleicht zwischen zwei Gebäuden irgendwas spannen oder so, das Monster muss aufpassen, dass es nicht zwischen die Gebäude, die locken sie da irgendwie rein. Also, dass du dieses ganze Ding so ein bisschen komprimierst auf eine kleinere Map, ich glaube, das hätte besser funktioniert, so auch für den Anfang, wo jeder noch nicht so wirklich weiß, was Evolve ist, oder? Ja, gerade wo du sagst, das Suchen, ich raff auch nicht, in der Theorie müsste es ja so sein, dass, okay, das Monster, also gerade der Goliath mit seinem Rahmenangriff, den benutze ich immer gerne, um wegzulaufen, das Monster ist einfach schneller. Klar, wenn du spielst, fühlt es sich träger an, aber macht größere Schritte, kann schneller klettern, musst nicht darauf achten, dass hier dein Treibstoff leer ist, dich auffüllen musst. Und aus meiner Sicht, in der Theorie müsste es ja so sein, okay, gerade der Stufe 1 Goliath muss immer fressen, er muss anhalten zum Fressen. Das sind die Momente, wo die Hunter dann näher kommen. Aber ich habe teilweise Partien gespielt, wo ich wirklich ohne Fehler den hinterhergelaufen bin und nichts, nicht mal annähernd und plötzlich wieder 200 Fuß entfernt Vögel aufschrecken. Wo ich mir denke, okay, wie geht das? Und gerade dann, und dann taucht er auf Stufe 2. Und ich weiß, wenn ich mich in Stufe 2 verwandle, dann kommen die Jäger plötzlich. Dann sind sie alle um mich. Ich kann nichts machen, weil ich mich gerade verwandle, die ballern auf mich. Und da so Stufe 2 erreicht, wo ich denke, Also ich glaube, ich habe halt ähnliche Spiele gehabt, wo ich wirklich ganz stumpf hinter diesen Spuren hergelaufen bin. Und ich, meine Vermutung ist, dass die Entwickler quasi sich da schon ganz, ganz spezielle Sachen bei gedacht haben, aber, glaube ich, die Spieler draußen als smarter eingeschätzt haben, als sie eigentlich sind. Und gerade wenn du halt wirklich 4 Leute hast, vielleicht auch 4 jüngere Leute oder irgendwie so, hey, dieses Evolve, ich habe das gerade bei XY gekauft, ich schmeiß das mal rein. So. Ja. Und du halt wirklich 4, ich sag mal, absolute Casuals, Trottel oder so hast, wie halt immer, oder Russen oder Franzosen oder alle möglichen, alle anderen Nationen. Und dass das dann einfach nicht koordiniert ist und diese ganze, hey, du musst ein bisschen Taktik anwenden und so, funktioniert schon gar nicht mehr. Denn was ich gesehen habe, ist, die Entwickler hatten im Vorfeld ganz viele Let's Plays gemacht. So, hey, wir zeigen euch heute mal das Monster, wir zeigen euch die Klasse und so. Mhm. Und die hatten halt richtig, richtig krasse Strategien. Also, das heißt richtig krass, die haben halt sich ganz oft aufgeteilt. 2 Leute haben das Monster gejagt, einer haben immer versucht, das Monster, also den Weg abzuschneiden. Die einen haben quasi das Monster direkt angegriffen, haben es weitergetrieben, weil es halt auch Level 1 war und halt weg wollte. Und die anderen wussten halt, okay, die kommen gleich hinten rum, die sind so rumgelaufen, haben dann diese mobile Arena gesetzt und so. Also schon wirklich wie du das eigentlich erwarten würdest von einem Team, was sich halt abspricht. So. Aber ich glaube, da erwartet man einfach zu viel. Und das Problem ist gar nicht, dass man sagt, okay, aber wenn jetzt doch ein Team sich abspricht, funktioniert das, sondern du musst es quasi auf allen Skill-Leveln muss es funktionieren. Ja. Du musst, wenn du jetzt LOL oder Dota hast,
wenn das jetzt 10 absolute Trottel spielen, dann ist das Spiel trotzdem irgendwie spannend. So, also da geht das zwar 102 zu 111 aus oder so und dauert 4 Stunden oder so, aber das funktioniert und jeder hat irgendwie das Gefühl, du hast immer Action. So, bei Evolve, wenn du keine Ahnung hast und 3 andere Trottel im Team hast, hast du irgendwie das Gefühl, das Spiel funktioniert nicht mehr richtig. Genau. So, und da sagst du auch, Nächste, die haben Taktiken, auch mit diesen 2 Laufen, einer geht um die Map-Größe, du hast ja schon angesprochen, die Maps sind viel zu groß, ich finde, die haben aber halt eben auch keinerlei Ansatzpunkte, wonach du dich richten kannst, wo du lernen kannst, wenn man gerade außer alte Counter-Strike-Maps zum Vergleich nimmst, du hattest immer so gewisse Punkte gehabt, wie bei, nehmen wir jetzt Mansion, halt eben klar, da ist das riesige Haus, da sind die 3 Eingänge, also die Halle, da kommst du rein, da kannst du dich sofort orientieren. Die Map-Größe finde ich ja, ist natürlich gerade für dieses riesige Monster und für diese Jagd cool, die ist auch hübsch gemacht, gar keine Frage, auch mit der Flora, Fauna, alles lebendig, aber du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht. Ist auch alles, sieht auch alles gleich aus, gefühlt. Genau. Also ist so breiig alles. Also ich meine, da gibt es auch diese eine Map, wo du dann halt eben in verschiedene Zeitzonen, naja, kannst nicht sagen, aber wo es dann plötzlich Winter ist, wo es dann halt eben plötzlich Sumpfgelände ist. Ja, Zeitzonen nicht. Biome. Ja, genau. Biodom. Hübsch, gar keine Frage, aber versuch dich da mal irgendwie zu orientieren. Und du weißt denn jetzt nicht, okay, ist das ein Felsvorsprung oder ist es jetzt das Map-Ende? Oder auch ganz, ganz oft so, was ich auch bei einer Map gesehen habe, war halt so übereinander noch, so unter dir auch eine riesen Höhle, wo noch irgendwie was drin ist und so. Wo du dann auch quasi erstmal, weil du halt einfach nur den Punkt auf der Map hast, so, ja, okay, 234 Meter so. Mhm. Und du halt überhaupt nicht weißt, okay, ist das vielleicht jetzt hinter dem Felsen und eigentlich der weit entfernteste Punkt. In der Theorie könnte man ja, wenn man die Map kennt, könnte man sagen, okay, 230 Meter, der ist am Rand, gehe ich jetzt links. Dann kann ich diese ablaufen. Fange den Weg, aber wenn du natürlich stumpf genauso gehst und du siehst ja immer am Ende eines Spiels, siehst ja immer, wie alle gelaufen sind. So richtig, dann siehst du einfach genau, immer so, wie sie genau hintereinander gelaufen sind. Ja, dann denkst du auch so, okay, aber du hast da nicht wirklich gute Chancen, die Map zu lernen. Also ich hätte halt, wie gesagt, glaube ich, ich hätte es versucht, mehr auf den Kampf zu beziehen. Ja. Und dann ist halt zum Beispiel auch das Ding, wir haben ja vor, ich glaube gestern oder so, den Honest Game Trailer zu Evolve gesehen, die ja eigentlich, was man ja auch sagen muss, der Typ oder auch gerade der, der halt spricht ja schon immer ein paar wirklich, er macht zwar immer sehr lustig, aber er spricht da schon ernsthafte Probleme an. So. Total. Und er hat halt auch ein Thema angesprochen, was mich auch im Vorfeld sehr gestört hat, Spielmodi. Ja. Weil die sagten halt so, ja, okay, du hast halt deinen 1, also 4 gegen 1 Spielmodus und dann noch so ein paar andere 4 gegen 1 Spielmodus. Also halt immer das gleiche Gefühl, nur mit halt, okay, da hast du halt mal ein paar Eier oder da musst du halt ihn jagen oder da musst du mal verteidigen. Also letztendlich bleibt das Spielprinzip aber gleich. Ja. Und auch in dem Trailer wurden halt ein paar Sachen angesprochen, wo ich halt sage, eigentlich, warum war das nicht deren Idee? Monster gegen Monster. Genau. Oder du hast irgendwie 3 Monster und 12 Hunter oder so. Ich meine, wie geil wäre das, dass du wirklich 2 Monster, die noch zusammenkämpfen, die im besten Fall vielleicht noch jede Kombination, die es gibt, haben so einen Move, den sie zusammen machen können oder so. Warum nicht sowas? Also, oder halt, keine Ahnung, 4 Geht's Monster... für 15 Euro im DLC nächsten Monat. Oder irgendwie 4 Monster nur gegen KI. Ja. Gegen ganz viele, so gegen KI-Wellen von Hunter und du musst hier irgendwie... Also, da gibt es doch so viele Möglichkeiten. Oder das gerade mit diesen dicken Monstern. Ja, also das bockt doch total. Ich meine, wie gesagt, Titanfall zeigt es halt so. Da haben sie halt gesagt, okay, du hast irgendwie auch diesen nur Titans gegen Titans Modus. Du hast halt diesen, jeder hat nur, also auch jeder hat nur einen Titan. Dann hast du quasi erstmal prinzipiell immer die Möglichkeit, irgendwie einen Titan zu senden und so. Also du hast halt schon sehr viel Varianz drin. Und du hast auch da ganz oft das Ding gehabt, dass du irgendwie in der Gegnerseite, was du auch immer gesehen hast, im Gegnerteam sind gerade 3 Titans aktiv und du hast halt nur Piloten. Ja. Das war halt echt so, okay, scheiße, jetzt lass uns mal echt zusammenreißen und gucken, wie wir die auseinandernehmen. So. Oder du hast halt einen Titan und siehst halt, okay, ich muss jetzt gegen 2 antreten. Mhm. So. Also das erzeugte quasi von sich selbst aus immer so eine eigene Dynamik, die das Spielgeschehen immer wieder anders gestaltet hat. Und bei Evolve ist halt, okay, entweder bin ich halt das Monster oder halt der Jäger. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, mich würde die Statistik mal interessieren, aber ich vermute, dass quasi die Leute am Anfang beides ein bisschen spielen und sich dann eigentlich ganz schnell für eine Sache entscheiden und dabei bleiben. Ja. Dass es nicht so ist, hey, ich spiele mal was anderes, sondern die Leute halt sagen so, nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, jetzt noch andere Sachen freizuschalten, ich spiele lieber nur das Monster oder nur Jäger. Zumal das Freischalten auch, finde ich, relativ langwierig ist. Also jetzt, wann? Seit 2 Tagen? 2-3 Tagen? Ja, offiziell ist das natürlich nicht lange, aber man muss sagen, wir als Videospieljournalisten haben natürlich schon sehr, also ich habe zumindest sehr viel Zeit in Evolve jetzt schon verbracht, aus meiner Sicht, wo ich schon das Gefühl habe, okay, ich müsste doch zumindest mal eine Sache irgendwie freigeschaltet haben und das ist nicht der Fall. Ich habe ja auch schon gesagt, okay, ich spiele jetzt noch den Assault oder das Monster, wobei das ja auch nicht mehr so geil funktioniert.
Monster Platz 1, man kann es ja ranking. Nee. Assault, bla bla bla, letzter Platz Medic. Was wäre ich im Spiel? Medic. Also ich hatte... Der Matchmaking. Wie gesagt, ich hatte das Geile, ich habe mit einem Kollegen zusammen gespielt. Ich habe seine erste Wahl bekommen und er meine erste Wahl bekommen, wo ich halt echt sage so, ist das jetzt euer Ernst? Alter, welcher Würfelkönig sitzt da denn und sagt dann so, du bist Dann sitzt wahrscheinlich echt so eine irgendwo so bei Turtle Rock, so, tick, okay, du kriegst jetzt hier Assault, tick. So wie so eine Telefonzentrale. Ja, genau, schalt, einfach irgendwie. Ja, ist ein bisschen komisch. Und das ist halt eigentlich schade, dass diese Diskussion über die eigentliche Qualität von Evolve, die nach zwei, drei Überlegungen eher ausreichend als gut ist, so in den Hintergrund rückt und quasi die ganzen Leute immer diese DLC-Geschichte, wie immer, diese DLC-Geschichte wird in zwei, drei Wochen vergessen sein. Das juckt niemanden mehr. Bis der neue DLC kommt. Ja, aber ich meine, damals haben sich auch alle über diese Premium-Geschichte bei Battlefield aufgeregt. So, oder bei Call of Duty und so. Nummer $50, so, ja, alle pöbeln und eine Woche später haben es alle und keinen juckt's mehr. Und jetzt ist es normal. So. Also ich glaube, dass diese DLC-Geschichte halt sehr kurzlebig ist, aber wenn du halt ein Spiel wirklich, zum Beispiel auch sowas wie Destiny, was ja auch inhaltlich am Anfang von den Fans sehr viel Kritik einstecken musste, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Du merkst halt heute, gefühlt spielt es kaum noch einer. So, weil es irgendwie halt zu wenig und zu spät gemacht hat. Und das Ding ist, glaube ich, diese DLC-Geschichte wird vergessen, aber die Leute beschäftigen sich nicht ausreichend mit dem eigentlichen Inhalt. Und was halt eigentlich schade ist, denn prinzipiell hat Evolve eine super geile Idee, aber setzt sie aktuell halt eher so mangelhaft um. Ja gut. Also wie gesagt, ich kann halt Ihnen nur sagen, ohne jetzt der klassische Spielekritiker zu sein, also wie gesagt, Spaß habe ich irgendwie noch. Es mag aber auch sein, weil das ganze Prinzip, weil du hast ja auch nichts Vergleichbares. Ich habe jetzt schon irgendwie 5 Evolve-Spiele, die es einfach besser gemacht hätten, dann wäre das Spiel natürlich, wo ich sagen würde, okay, gut, das ist ja mangelhaft, das ist ja wie der Landwirtschaftssimulator oder wie das neue FIFA, immer derselbe Einheitsbrei, nicht mal gut. In der Theorie ja. Man muss denen natürlich auch eingestehen. Boah, was kriegst du jetzt viel Hass von allen FIFA-Fans und allen Landwirtschaftssimulator? Ich bin kein FIFA-Spieler, hab Spaß mit allen FIFA. Ich spiele nur den Landwirtschaftssimulator 2015 online. Mein eigener Server, ich nicht, hier nein. Nicht Traktorwerkstatt. Brumm, TÜV oder wie was? Knatsch, Potter oder irgendwie so. Oh, ganz schlimm. Nee, also man muss Turtle Rock Studios ja auch sagen, ich bin ja auch froh, dass endlich mal, sag ich mal, neue Ideen kommen beim Spielen, weil also jetzt auf den 85. Weltkriegs- oder Space-Shooter hatte ich persönlich gar keine Lust mehr gehabt. Immer dasselbe ist, ballere KI-Gegner weg, so schnell es geht, oder geh in einen stinknormalen Deathmatch und baller alle Gegner weg, die es gibt. Ja. Also, und von daher müssen sie natürlich, oder ich hoffe natürlich, dass die irgendwann jetzt vielleicht in ein, zwei Monaten, wenn ganz viel gespielt worden ist, anhand von Statistiken merken, okay, unser Balancing funktioniert doch nicht so geil. Da müssen wir vielleicht doch noch irgendwie was dran ändern. Ich glaube, dass das Balancing schon funktioniert, aber das Balancing funktioniert gefühlt nur, wenn alle Spieler und das auf einem Skill-Level sind. Genau, aber wie gesagt, also entweder brauchen die ein hammergeiles Matchmaking oder ich weiß nicht, ich bin kein Entwickler, hätte ich jetzt die goldene Idee, würde ich denen das natürlich schreiben, ey Leute, mach's doch so und so. Aber es muss einfach irgendwas passieren. Also ich könnte mir jetzt nie vorstellen, tatsächlich Evolve über einen längeren Zeitraum so zu spielen, wie es gerade der Fall ist. Klar, wie gesagt, jetzt ist es noch neu, jetzt hat man noch, sag ich mal, die Frustgrenze ist nicht so hoch, wie es vielleicht jetzt bei einem LoL der Fall ist, beziehungsweise wenn mein Team verliert, dann denke ich mir, okay, gut, scheiß Team, so ist es halt, versuche ich mal wieder als Monster zu spielen. Aber wie gesagt, wenn es nächste Woche noch so ist und übernächste Woche, dass dein Team einfach verstreut aussieht wie Pinguine, die gegen die Wände laufen mit dem Kopf die ganze Zeit und du denkst, okay, das sind irgendwie schlechte KI-Bots, dann wird das Spiel halt eben auch relativ fix deinstalliert. Also ich glaube, meine Prognose ist, in einem Monat spielt das keiner mehr. Also keiner mehr. Traurig. eigentlich schade, denn was du gesagt hast, ist ja vom Prinzip her richtig, nämlich eine nette Idee. Aber gefühlt ist es so, ist es eigentlich die Präsentation wie vor 3 Jahren und die haben halt das Deckblatt jetzt geändert. Und die Einleitung so. Das Deckblatt steht jetzt, neue fancy Scheiß und Einleitung ist, okay, wir haben den total und dann kommt dann der gleiche dumme Brei wie immer und dann hat man schlecht umgesetzt. Und ich finde, eine dritte Sache, die dann quasi noch tiefer geht, ist halt überhaupt die, nicht nur die Spielmechanik als solches, sondern halt auch die einzelnen Spielelemente, die ich einfach altbacken und nicht gut umgesetzt finde. Denn die Modi, die wir haben, sind halt uralt, gibt es seit 20 Jahren.
Aber eine andere Sache, die mich immens stört, ist das komplette Feedback, die komplette Ballistik und auch die Waffen, die Waffen als solches. Ich finde, es halt alles Murks. Mich stört, die Waffen fühlen sich nicht gut an. Du schießt und hast halt irgendwie das Gefühl, du schießt irgendwie mit einer Wasserpistole, so, du hast kein Feedback, ja. Du hast keinen Rückstoß. Also keinen Rückstoß im Sinne von, du hast nicht das Gefühl, deine Kugeln richten irgendwas an. Und das ist jetzt vielleicht auch noch verständlich, weil du sagst, okay, du kämpfst halt gegen ein großes Monster und nicht gegen einen Menschen, okay. Aber selbst als Monster ist es halt so, du bist ein fucking 10 Tonnen schweres ja. Vieh. Das muss viel schwerfälliger sein. Nicht, dass du jetzt sagst, okay, du musst langsamer sein, aber schwerfälliger. Du läufst durch einen feuchten Waldboden und er läuft halt drüber wie über Beton oder Teer. Und wenn du halt jemanden erwischt, ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen, da ist ein Mensch, selbst wenn es ein Soldat ist, der wird einfach umgehauen von einem Monster ja. Und du hast als Monster nicht das Gefühl, das hat jetzt richtig gescheppert, sondern du machst halt deine Animation mhm. Und der Mensch fliegt halt weg. So. Du hast einfach nicht das Gefühl, dass irgendwie das, was du machst, ja. Wirklich Impact hat. So. Ja. Ich meine, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Schießen in Max Payne. So. Wenn du halt in Max Payne eine Kugel aus einem dummen kleinen Revolver jemanden ins Bein geschossen hast, hast du wirklich gemerkt, krass, das hat jetzt wirklich, der Typ kann gefühlt nicht mehr laufen. So. Weil es ist einfach auch so. Du schießt jemanden eine Kugel in den Kopf, der ist tot, der fällt zusammen wie ein nasser Sack. Mhm. Thema erledigt. So. Du hast einfach das Gefühl gehabt, ich habe jetzt nicht eine mega Minigun, sondern ich habe zwei kleine Pistolen, ja. Aber ich kann damit richtig was anrichten. Oder The Darkness. So, wo du auch das Gefühl hattest, boah, die Kugeln richten richtig was aus. Bei Evolve ist es halt so, ich drücke halt den Abzug, ich schieße irgendwie meine 30 Schuss. Ja. Ja, und irgendwie bleibt davon halt nichts über. So. Das ja. Ist, weiß ich nicht, ich fühle mich auch als Jäger irgendwie so, dass ich gefakte Waffen in der Hand habe. Und als Monster denke ich halt so, ich bin einfach nur größer als die anderen. Einfach das Model ist 10-mal so groß und ich richte das Gleiche aus. Ja. Auch da wieder Titanfall, wenn du in diesem Titan sitzt, du hast zwar bei, je nachdem welche Version des Titans du hattest, so einen Schub, so mhm. Einen Schub, der sich halt auflädt, aber ansonsten du hast halt geschlagen und es hat halt so richtig gebraucht, bis er wieder die Waffe in der Hand hatte. Und da war es auch so, dass du prinzipiell total stark warst, aber nur dann, wenn du es halt geschafft hast, das gut einzusetzen. Und bei Evolve ist es halt so, wie bei einem Beat'em Up, ich drücke halt alle Cooldowns durch, ja. So, ich drücke halt einfach alles, oh, das ist wieder ready. Spring, und dann hau ich, also, ja, ist quasi DLC, ist so eine Schicht, dann kommt so die Spielmechanik und die Modi, so eine Schicht, die scheiße ist, und dann ganz unten kommt eigentlich das Spiel an sich, was sich nicht mal gut anfühlt. So, also, was kann man am Ende noch sagen, außer dass Evolve irgendwie, man könnte jetzt sagen, nicht so cool ist wie erwartet, aber nach Beta und Alpha und Anspielen war es bei mir schon so, ich glaube, ihr habt euch echt übernommen und ich glaube, ihr blast da gerade mehr ins Horn, als ihr eigentlich Luft in der Lunge habt. So.